Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute ist es soweit, die Eule kriegt eine neue Rastenanlage. Und euch nehme ich mit, dachte ich, einfach ein paar Aufnahmen, wie ich sie befestige, was ich am Ende von halte. Aber am Anfang natürlich auch erstmal, warum ich mich überhaupt für diese Anlage entschieden habe und was das für eine ist. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, bis gleich. So Leute, also das ist eine Fußrastenanlage von PP Tuning. Ich habe mich dafür entschieden, die zu kaufen, weil ich einfach auch immer auf die Meinung anderer höre. Ich habe mich einfach im Racing for Fun Forum belesen und auch in diversen anderen Foren. Und da hieß es wirklich immer, wenn du eine anständige Rastenanlage willst, die viel aushält und einen Sturz verträgt, dann nimmst du die von PP Tuning. Und entsprechend habe ich die jetzt einfach auch geordert. Die ist weder gesponsert noch irgendwie rabattiert oder sonst was. Die habe ich halt von meinem Geld, so wie es ist, bezahlt. Und ich bin gespannt, was die letztendlich kann. Mein Problem war ja, dass die originalen Rastenanlage bei der GSX-R 600 K8 einfach viel zu niedrig ist und ich damit dauernd schleife. Selbst diese Vario-Anlage oder Vario-Raste, die ich dran habe, war halt nicht hilfreich, weil sie ja, die kommt zwar ein bisschen höher, aber die kommt auch immer ein Stück weit raus. Und das ist das Problem einfach dabei, dass ich dadurch keine Schräglagenfreiheit gewinne. Der Vorteil noch bei der PP-Tuning-Anlage ist einfach, dass die eine Unzerstörbarkeitsgarantie geben und das sogar für einen Rennstreckeneinsatz, also nicht für einen Straßeneinsatz. Die kann wirklich eine lebenslange, die hat eine lebenslange Garantie auf Unzerstörbarkeit und zwar für die Teile, die fest montiert sind. Also nicht die Raster an sich oder aber der Schalthebel, das kleine Bupsel, was man nützt zum Hoch- und Runterschalten, aber die Stange dazu, die Platte zum Anmontieren, all das, wenn das irgendwie mal verbogen ist oder aber beschädigt, also stark beschädigt, dass nicht mehr genutzt werden kann, kann man es einsenden und man bekommt die Teile umsonst zurück. Also neu zurück natürlich. Genau. Und auch das ist einfach, denke ich, ein gutes Benefit, dass die sich so sicher sind, dass die auch Stürze und Rennstreckeneinsätze überlebt, dass die einfach sagen, hey, wir garantieren Unzerstörbarkeit und wenn es so ist, dass da irgendwas kaputt geht, ersetzen wir es. Auch das war einfach ein Kaufgrund für mich. Jetzt bin ich mal gespannt, was in der Box drin ist. Die packe ich mit euch zusammen aus. Und dann geht es schon Abschrauben oder zum Abschrauben der alten Rastenanlage und Anbauen der neuen. Da nehme ich euch dann einen Zeitraffer mit. Bis dann. So Leute, also ihr habt ja die Katastrophe bestimmt schon gesehen.
Ich sollte die Hände von Schrauben lassen. Also ganz ehrlich, Schrauben sollten nur Profis machen, was ich definitiv nicht bin. Ich habe nämlich eine Schraube rund gedreht, weil ich den falschen Aufsatz drauf hatte, weil ich einfach komplett unkonzentriert war. Langer Arbeitstag und wie zu viel für einen Tag vorgenommen. Naja, ihr wisst ja, immer die gleiche Leier. Und wir haben es zum Glück noch mal rausgekriegt, aber nur dank die Hilfe meines Vaters, der noch mal einen Schlitz in den Schraubenkopf geflext hat. Und dann hatten wir einen Angriffspunkt und konnten die dann raushebeln. Und zum Glück war es halt eine Schraube der alten Fußrastenanlage. Auf die kann ich verzichten. Die neue Fußrastenanlage ist jetzt dran. Sie ist auf jeden Fall sehr stabil. Sie ist etwas höher gekommen. Original sind 36 cm Bodenfreiheit. Jetzt haben wir 39 cm Bodenfreiheit. Und natürlich wegen der Vario-Rastenanlage, die war ja so ein Stück weit draußen, ist jetzt auch alles deutlich näher rangerückt. Das heißt, eigentlich sollte mehr Schräglage jetzt gehen. Bin gespannt, wie es sich fahren wird. Ein großes Problem war, was relativ leicht zu lösen war, jetzt am zweiten Tag, weil ich auch wieder frischer bin, ein bisschen besser nachdenken kann, aber war gestern auf jeden Fall das, dass der Bremsschlauch eingeklemmt wurde durch die Höhe der Bremspumpe und die Nähe des Rahmens. Das ist einfach von PP Tuning nicht gut bedacht worden. Und dafür, dass das extra eine Fußrastenanlage für die GSX-R 600 K8 ist, finde ich das ziemlich schwach, weil man sieht selbst auf den Abbildungen von denen original, die haben es da in der niedrigsten Position, die Fußrast, und selbst da ist der Bremsschlauch schon eingeklemmt und auf Spannung. Und das kann einfach nicht gut sein, und da sollte sich eigentlich so ein Werk, so ein Premium-Hersteller, ein bisschen mehr überlegen und einfach den Halter der Bremspumpe ein bisschen runtersetzen bzw. ein bisschen kürzen, und dann wäre auch der ganze Bremsschlauch entspannter gewesen. So habe ich den Bremsschlauch umlegen müssen, war jetzt auch kein Hexenakt oder kein Hexenwerk, aber ich bin gestern einfach nicht drauf gekommen auf die Idee und war komplett fertig im Kopf. Heute hat es gut geklappt, jetzt ist alles fest und dran. Zusätzlich noch Handguards dran geschraubt und nochmal am Fahrwerk ein bisschen was rumgespielt, weil mir wieder der Reifen so ein bisschen aufreißt. Und ich glaube, wenn ich es richtig gemacht habe, dann war einfach die Zugstufe komplett zugedreht und die Druckstufe war zum Teil auch unterschiedlich eingestellt in High- und Low-Speed, also komplett durcheinander. Jetzt habe ich es hoffentlich ein bisschen besser angepasst. Wollt mal sehen. Ich nehme euch jetzt mit die Rennstrecke. Also wir fahren jetzt nochmal eine Runde Spreewaldring und danach kann ich euch sagen, was das alles so taugt und ob ich nochmal anpassen musste. Bis dann. So Leute, jetzt ist der Tag vorbei. Ich habe die PP-Tuning-Anlage testen können und muss feststellen, sie ist stabil auf jeden Fall. Es fühlt sich auch gleich ganz anders an. Vom Fahren her, weil ich mehr Druck ausüben kann auf das Motorrad.
Was mir nicht so gefällt, ist, dass die Rast hier unten deutlich kürzer ist. Klar habe ich mehr Schräglagenfreiheit, aber mein Fuß passt da auch nicht ganz drauf. Das heißt, ich muss ihn immer wirklich ganz nah an die Platte randrücken. Und das heißt, ich muss mich umgewöhnen von meinem Fahrstil noch mal so ein bisschen. Was ein Negativpunkt ist, den ich auf jeden Fall ansprechen will, ist, dass es keine Newtonmeter in der Beschreibung gibt oder überhaupt irgendeine richtige Beschreibung von PP-Tuning zum Anbau und die Schrauben so jeder nach seinem Gutdünken festziehen kann. Das Problem ist einfach, dass bei einer 400 € Rastenlage es nicht so sein sollte, vor allem nicht dann, wenn ich sie nach meinen Maßstäben festziehe und dann die Farbe schon absplittert oder abplatzt, weil ich sie zu festgezogen habe. Keine Ahnung. Letzter Punkt ist, ihr seht es ja, ich habe den Sitz aufpolstern müssen, weil bei der K8 die Fußrastlage so schon sehr niedrig ist. Und jetzt habe ich die Fußrastlage auf die höchste Position gestellt. Dadurch wurde der Kniewinkel super spitz, was mit dem originalen Sitz wieder nicht so richtig hingehauen hat. Also da muss ich noch meine Position finden. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn euch noch weitere Sachen interessieren zur Rastenanlage, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.